Hallo zusammen. Heute zeige ich euch Gameplay der neuen Data Heist Mission und lasse euch alle zusammenhängend notwendigen Informationen zu diesem neuen Auftrag zukommen. Denn diese Mission ist bereits ab dem dritten Schwierigkeitsgrad sehr, sehr schwer, aber kein Hexenwerk. Solltest du dich also für Tipps, Tricks, Zusammenfassungen und Entertainment rund um Star Citizen interessieren, dann lass doch gerne ein Abo oder Like da und besuch mich gerne jetzt auf Twitch. Dort bin ich nämlich heute Morgen in Pyro unterwegs und du kannst dir gegebenenfalls die Teilnahme an der Verlosung einer Halsey sichern. Aber nun zum wesentlichen Teil des Videos. Die Einstiegsvariante der Data Heist Mission heißt Data Grab und ist aktuell nur als illegale Mission verfügbar. Gleichzeitig stellt sie eine Art Tutorial für die Mission dar. Sie ist aktuell nur als illegale Mission unter dem Reiter Personnel in der Kategorie Mercenary verfügbar. Solltet ihr also auf einen Crimestat verzichten wollen, dann schaltet das jeweilige Com-Array aus, sonst habt ihr schneller als gedacht einen 5er Crimestat. Grundsätzlich ist die Mission einfach erklärt. Es handelt sich um eine Bunkermission, allerdings ist es mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad ab einem bestimmten Punkt notwendig, mit anderen zusammenzuspielen, da der Bedarf besteht, an mehreren Orten zugleich zu sein. Da es sich um eine illegale Mission handelt, wird der Bunker auf euch schießen, weshalb ihr entweder in einer Entfernung von 1,6 Kilometern landet, euch im Lowflight so gut wie möglich annähert oder mit etwas Können die Turrets abschießt. Denkt dran, dass alle Bodenfahrzeuge mit Rädern oder Ketten nicht vom Bunker beschossen werden. Alles, was fliegt oder über dem Boden hovert, wird wiederum als Ziel erkannt. So, einmal am Bunker angekommen, muss man sich einen bestimmten Zugangsschlüssel bei einem der ersten Gegner besorgen und diesen im Serverraum an der Konsole verwenden. Der Schlüssel hat die Größe eines Crypto-Keys und der für die Mission notwendige Schlüssel ist auch farblich umrandet. Nach dem Einführen des Zugangsschlüssels geht ein Upload vonstatten. Der Upload-Server kann jedoch überhitzen, weshalb er gekühlt werden muss. Und was sich hier zunächst gegebenenfalls kryptisch anhört, ist im operativen Vorgang jedoch absolut leichtgängig. Der überhitzende Server im Serverraum zeigt an, dass der Temperaturanstieg kritisch wird. Zugleich aktiviert sich einer der vielen Bildschirme im Bunker, auf dem als Information unter anderem ein Code erscheint. Das Display muss gefunden werden und dieser Code muss davon abgelesen und am überhitzenden Server eingetragen werden. Hierfür steht nur wenig Zeit zur Verfügung. In der Tutorial-Mission, die Very Easy Easy Data Grab heißt, werden sowohl überhitzende Server als auch der Standort des Codes zur Kühlung angezeigt. Bereits ab der zweiten Schwierigkeitsstufe der Mission mit dem Namen Easy Quick Data Grab werden diese Markierungen nicht mehr angezeigt. Im Umkehrschluss befinden sich jedoch sehr viele mögliche Bildschirme mit dem Code zum Abkühlen im Bunker, weshalb man spätestens ab hier einen zweiten Mitspieler dabei haben sollte. Während die Tutorial-Mission einen Reward von 30.000 Alpha-USC bringt und bei ausreichender Erfahrung auch alleine bewältigt werden kann, erhält man in der fortführenden Mission bereits 60.000 Alpha-USC und hat bis zum Abschluss der Mission einen Zeitraum von 44 Minuten zur Verfügung. In der Anfangsmission stehen uns hier 38 Minuten zur Verfügung und wir müssen 3 Server hochladen. Grundsätzlich steigt bei jedem Schwierigkeitsgrad die verfügbare Zeit zum Missionsabschluss jeweils um 6 Minuten, sodass bei der abschließenden Mission 62 Minuten zur Verfügung stehen. Die zweite Schwierigkeitsstufe benötigt bereits einen Upload von 4 Servern, allerdings können nur die jeweils hochladenden Server überhitzen, was sich dann bereits in der nächsten Stufe ändert. Denn der nächste Schwierigkeitsgrad heißt Medium Data Grab, bringt 120.000 Alpha-USC und es wird empfohlen, die Mission mit 3 Spielern zu absolvieren. Hintergrund ist, dass jetzt 5 Uploads stattfinden müssen und neben dem jeweils aktiven Server auch noch ein weiterer zufälliger Server einen Abkühlcode benötigt. Da die Eingabe eben zeitkritisch ist, ist diese Aufgabe gegebenenfalls alleine gar nicht und zu zweit eher nur schwer zu bewältigen. Zudem darf man nicht vergessen, dass CRG aktuell dabei ist, die KI in ihrem Verhalten immer besser zu machen und dass ihr auch auf größere Gegnerwellen stoßen könnt, so wie es mir bereits passiert ist. Der nächste Schwierigkeitsgrad trägt im Contract Manager den Titel Hard Heavy Data Grab und er wird mit 30.000 Alpha-USC entlohnt und auch hier wird ein weiterer Upload vonnöten, sodass insgesamt 6 Uploads stattfinden müssen, während 2 zusätzliche Random Server einen Kühlungsprozess einfordern können. Hier wird bereits eine Spieleranzahl von 4 Spielern empfohlen, die jedoch auch bei der härtesten Version dieser Mission ausreichend sein kann, bei der 7 Server geuploadet werden müssen und 3 weitere Server zudem Wartung benötigen werden. Der Verdienst liegt hier bei 500.000 Alpha-USC und die Zeit bis zum Abschluss der Mission liegt bei 62 Minuten. Gut,
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann lass doch gerne ein Abo oder Like da und schreib mir in die Kommentare, was du von der Mission hältst. In diesem Monat gibt es auf Twitch und Discord noch einige Giveaways, also schau gerne dort vorbei. Alle Links findest du im angepinnten Kommentar. Am 13.11. wird auf Discord die Kata Scout mit Game Package und LTI gezogen, danach am 26.11. die A1 mit Game Package und LTI und am gleichen Tag dreimal das Gesamtpaket von X4 und finally am 30.11. dann die Halsey mit LTI als Standalone-Schiff, die der eine oder andere bei Gewinn gegebenenfalls auch einschmelzen wird. Denn was haltet ihr denn aktuell von der Halsey? Und langfristig? 6-6.